eine Crew, wir machen weiter mit Offroad. Und zwar schauen wir mal hier bei Raid, haben wir jetzt alles fertig. Dann machen wir weiter mit Motocross. Da haben wir auf jeden Fall mal Colorado River Banks. Das werden wir jetzt als nächstes fahren. Und dann gucken wir uns dann im Anschluss gleich mal an, was man aus der Maschine noch so machen kann. Ne? Okay, da wird jetzt gleich wieder gewechselt vom Auto aufs Motorrad, die KTM. Und ich muss jetzt mal so fahren, denn so fährt es sich auf jeden Fall einfacher. Denke ich, weiß ich nicht, bin jetzt noch nie gefahren, aber in der Ego-Perspektive ist es jetzt nicht so der Bringer. Okay. Dann machen wir hier los. Ist natürlich schon richtig cool, diese Motorradrennen, muss ich mal sagen. Macht Mods Laune. Auch die ganzen komischen Tiere, die hier durchs Bild rennen. Auch spaßig. Und die Perspektive ist natürlich schon ganz schön cool, muss ich sagen. Denn wir können hier ganz getrost den Boost aktiviert lassen, den wir letztes Jahr auf. Wir brauchen nur noch Gas geben hier. Die sind auch einfach zu fahren, diese Motorradrennen. Finde ich jetzt. Aber jetzt nicht weiß, warum wir jetzt so weit da vorne rumguckt. Den muss ich doch nochmal einholen können. Ne? Was haben wir jetzt hier? Boah, das war jetzt übel, ne? Den nehme ich einfach so abgehängt. Ja, das ist schon ein ziemlich dichtes Starterfeld. Auch hier das ganze Rennen, das liegt ziemlich dicht beieinander alles. Das ist natürlich nicht ohne hier, ne? Aber jetzt, wow, das war ein guter Sprung, ne? Das war ein guter Sprung. Das sind, glaube ich, zwei Runden. Das ist dieselbe Strecke nochmal. Okay. Da war jetzt wieder so ein... Das ist es halt, mein... Ach, verdammt. Wenn man natürlich so rumfliegt, dann wird es nichts, ne? Ist klar. So. Ja, man muss natürlich schon so ein bisschen aufpassen, ne? Boah. Da verliert man nämlich dann auch gleich mal Geschwindigkeit. Bin ich auf Platz 4. Platz 4 geht gar nicht, ne? Platz 4 geht echt gar nicht. Da muss ich was machen dagegen. So. Und rum. Wir müssen nämlich echt auch mal was gewinnen hier. Nicht nur immer Platz 2 oder Platz 3. Okay. Wie gesagt, das ist halt so eine Sache mit dem Fahren. Du musst dich mal verbremsen oder sowas. Oder kommt von der Sprungschanze ein bisschen ab und dann ist es halt schon gelaufen. Das ist halt nicht gerade einfach. Aber das Motorradfahren an sich macht Spaß. Echt schon fett, muss ich sagen. Mal gucken, dass wir die Performance-Teile an die bekommen haben. Zum einen das Getriebe. Okay. Dann haben wir Motor und Reifen. Wir haben ordentliche Reifen, das ist schön. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Ah, das kann man noch einstellen. Das ist natürlich cool, ne? Das kann man alles einstellen. Ein Fehler, okay. Naja. Und dann sind wir halt rausgeflogen, ne? Passiert. Wird es halt nochmal neu gestartet. Da können wir gleich mal in den Ding reingehen, in den Modus, wo man die Fahrzeuge ein wenig herrichten kann. Ich habe jetzt herausgefunden, man kann die Teile, die man da bekommt, auch einstellen. Nicht schlecht.
Ja, wir möchten fortfahren. Es dauert ein bisschen, bis es geladen hat. So, live. Und wir warten und wir warten und wir warten. Die Ladezeiten haben wir schon auf Google was gesagt. Das ist manchmal wirklich schon heftig. Aber okay. Alles klar. Da haben wir. Muss ich so machen? Genau, dann sind wir nämlich. Hier ist unsere Heimatbasis. Und da können wir mal schauen. Wir wollen das Fahrzeug natürlich wechseln. Und zwar sehen schon alle richtig cool aus, ne? Außer so. Da bin ich mal gespannt, ob man da was machen kann. Kann man nichts machen. Das ist natürlich blöd, ne? Okay. Dann weiter mit den nächsten Aktivitäten. Auch wieder Motocross sind wir auch fertig. Ja, jetzt müssen wir natürlich mal schauen, dass wir hier bei Freestyle irgendwas machen. Dass wir den Rang berühmt bekommen. So, hier haben wir 4 Stück offen. Das muss ich mal schauen. Das ist alles Flugzeug, ne? Ja, okay, wir fliegen mal Flugzeug. Automatischer Fahrzeugwechsel. Ich glaube, mit Flugzeug, es wird gar nichts bei mir. Flugzeug fliegt man am besten. Ich fliege mal so. Dann schauen wir mal, was das wird. Weltrekord sind 10.000 Punkte. Gibt die zum Start, ja. Mach ich ja. Okay, was muss ich da jetzt tun? Ohne 1500 Punkte in was? Ah. Senkrechtflug. Da brauche ich eine andere Ansicht. Okay. Das ist gar nicht mal so einfach, ne? Okay, jetzt eine Drehung. Okay. Das Ganze geht auch in schnell. Looping. Das wird auch kein Problem sein. Na. Ach so, ein Looping machen und dann geradeaus weiterfliegen, okay. Freestyle-Zeit. Ah, Freestyle-Zeit. Okay. Rolli. Luft-Checklisten-Abfolge. Fliege so tief wie möglich, okay. Da wollen wir mal gucken. Tiefflug. Okay, dann hoch. Geradeaus. Oh Mist. Jetzt hat es ihn zerlegt, ne? Das wird aber, glaube ich, mal nix, ne? Hab ich das richtig gemacht? Ne. Hab ich nicht, krieg ich überhaupt irgendwie Punkte so nebenbei? Ne, ne? Aufsetzen und durchstarten. Den Boden berühren.
Okay. Wie soll ich... Ah, es hat sich zerlegt, ne? Eine vollständige Drehung. Okay. Jetzt keine Freestyle-Zeit mehr. Ah, Mist, ne? War aber knapp. 1500 Punkte soll ich holen, okay. Wir probieren es natürlich nochmal neu, ganz klar. War jetzt nicht so schwierig gewesen. Also los. Hole, okay, nach oben fliegen. Das können wir gut. Dann eine vollständige Drehung. Und so. Noch eine vollständige Drehung. So, ein Looping. Sollte natürlich auch kein Problem sein für uns, ne? Dann gibt's Freestyle-Zeit. Okay. So, flieg so tief wie möglich. Dann muss ich natürlich erstmal wieder ganz schön weit runter. Tiefflug aufsetzen. Und aufsetzen natürlich schon. Fliege so tief wie möglich, ja. Es geht natürlich auf einer Geraden besser als hier bei diesen Bergen. Das wollen wir mal gesagt haben. Okay, jetzt aufsetzen und durchstarten und eine vollständige Drehung vollführen. Okay, mal hochfliegen. So, und jetzt kommt Freestyle-Zeit. 1900 Punkte, eine Minute Zeit, wir haben es schon geschafft. Hoppa! Oh, jetzt hat es ihn zerlegt, ja. Das war gar nicht gut. Fliege nach oben. Okay. Das Senkrechtflug. Und dann sind wir dieselben, ne? 3 Sekunden. Wir haben schon fast 2000 Punkte, also von daher. Wir haben schon 2000 Punkte, okay. Eine Rolle. Das macht unheimlich viel Spaß mit diesem Flugzeug, ne? Das muss ich echt mal sagen. So. So, ein Looping. Für den wird keine Zeit mehr sein für ein Looping. Aber mit uns reichen die Punkte ja auch. Perfekt. Das war mal richtig gut gewesen. Das war mal wirklich richtig gut gewesen. Okay, wir ackern uns weiterhin zu berühmt. Performance-Teile. Sehr cool. Okay. Tja, was? Die Piloten von dir sind verdammt gut. Naja, wenn sie meinen. Also gut. Dann wollen wir mal durchstarten. Gib uns einen Flieger, wir zeigen die fantastische Sachen. War jetzt auch gerade mal gar nicht mal so schlecht gewesen von mir, ja. Was ist da jetzt los? So. Okay. Fahrzeuge. Performance. Steuergerät. So.
und Rumpf perfekt. Kann man den Rumpf episch. Okay. Das war jetzt natürlich die falsche Taste. Aktivitäten. Freestyle. Dann machen wir mal weiter mit Leg Tau. Beziehungsweise machen wir in der nächsten Folge, ne? Ist ja schon wieder ein Haufen Zeit vergangen. Machen wir im nächsten Tag nochmal Leg Tau mit unserem Kampfflieger hier. Und bis dahin wünsche ich was. Macht's gut.